Ich darf Sie recht herzlich hier begrüßen im Presseclub zu einem Pressegespräch, zu einer Pressekonferenz mit dem Thema Fachkräftemangel und junge Asylwerber. / Geben wir Ihnen eine Chance. Sie wissen, die Medienlandschaft, die Politik überschlägt sich tagtäglich mit neuen Meldungen. Heute haben wir wiederum quasi eine Aussendung bekommen. Österreich fehlen ca. 162.000 Fachkräfte. Und wir diskutieren heute hier über den Fachkräftemangel und vor allem eine Säule des Fachkräftemangels, wie wir das einigermaßen eindämmen und beseitigen können. Das ist jene Maßnahme, Asylwerber unter 25, sollen sie weiterhin quasi einen Lehrberuf, einen Betrieb in einer betrieblichen Ausbildung in einem Betrieb bekommen oder so wie es Vizekanzler Strache generell auch sagt, dass die Lehre mit jungen Asylwerber generell gestrichen werden soll. Die Regierung hat es quasi mit 26. August auch bestätigt, dass quasi eine Lehre für Asylwerber unter 25 in einem Mangelberuf quasi nicht mehr durchzuführen sein soll. Die Betriebe, die Betroffenen sind entsetzt, denn wir brauchen diese zukünftigen Fachkräfte, wie schon gesagt, 162.000 fehlen derzeit in der Steiermark. Und ich sage es auch hier ganz deutlich, wir schieben hier die falsche Gruppe ab, denn das sind junge Menschen, die bereit sind, sich zu integrieren, die Deutsch lernen und quasi dem Staat nichts mehr kosten. Derzeit bekommen Sie ein Taschengeld von 150 Euro und die Unterkunft. Gehen Sie in die Lehre, in eine betriebliche Lehre, in einen Mangelberuf, dann finanzieren Sie sich selbst und sind auch Teil der Gesellschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Darum haben wir uns heute zusammengefunden, die Sozialpartner, und in Herrn Muchitsch brauche ich ja, glaube ich, nicht mehr vorstellen, bekannt, zu meiner Person, Spatenobmann Dolowski Hermann, auch, glaube ich, hier in der Medienlandschaft in der Steiermark zumindest bekannt. Die Sparte Gewerbe und Handwerk ist der größte Lehrlingsausbildner in der Steiermark. Wir bilden derzeit ca. 6.600 junge Menschen in diesen Berufen aus. Und darum quasi sind wir auch auf dieses Thema aufgesprungen, denn der Fachkräftemangel betrifft alle Branchen. In der Steiermark gibt es derzeit 31 Berufe, die im AMS geführt werden, unter Mangelberufen. Also wir haben hier eine sehr starke Breite, die also hier schon betroffen sind. Und wir haben auch heute zu unserem Thema weitere Gäste damit eingeladen, die ja dann später zu Fachgesprächen zur Verfügung stehen. Hier einst beiden einmal Herr Oberstudienrat, Volksschuldirektor in Ruhe, Harald Lax, er ist ehrenamtlicher Flüchtlingsbetreuer aus Leibniz. Und dann Wildon und zwei junge Menschen, die derzeit in der betrieblichen Lehre sind. Das sind Asylwerber aus Afghanistan. Der eine macht eine Restaurant-Fachmann-Ausbildung, Koch-Kellner im alten Jargon, in der alten Post in Leibniz. Bekommt eine Lehrlingsentschädigung von 600 Euro, wie gesagt, und finanziert seine Unterkunft alles selbst. Fällt dem Staat nicht mehr zu Lasten. Und dann haben wir noch einen zweiten Asylwerber aus Afghanistan, der lernt den Beruf Metalltechniker Stahlbau Krasch aus Wildon und bekommt eine Lehrlingsentschädigung von 580. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beide sind heute hier angetreten zu diesem Pressegespräch, um nicht nur zu kritisieren, sondern um auch Lösungsvorschläge zu bringen. Lösungsvorschläge, die aus unserer Sicht sehr breit getragen werden können. Und ein Lösungsansatz, nämlich der Vorschlag der Bundesregierung, die Rot-Weiß-Rot-Karte so zu verändern, dass Lehrlinge aus Drittstaaten einen Niederlassungstitel bekommen, quasi Leute aus der Ukraine, Serbien und Russland, die nicht Deutsch können, die wir dann importieren quasi nach Österreich und dort dann quasi einen Aufenthaltstitel geben, von denen halten wir beide nichts, denn wir sollten nun jene Menschen, die bereits im Land drinnen sind und willig sind, quasi ins System quasi sich zu integrieren, auch eine Chance geben, hier dabei zu sein. Uns beiden, Muchitsch und mir, ist es ganz, ganz wichtig,
und da bitte ich Sie wirklich, das in Ihren Medien zu berichten, nämlich, dass diese jungen Asylwerber, die in einer betrieblichen Ausbildung sich zu Fachkräften heranbilden lassen, keinen Österreicher, keinen jungen Menschen eine Lehrstelle wegnehmen. Wir haben die aktuellen Zahlen von AMS Steiermark. Wenn Sie hier schauen, wir haben derzeit 162 junge Asylwerber in der Steiermark in der betrieblichen Ausbildung. Offene Lehrstellen in der Steiermark haben wir 1673 und Lehrstellensuchende 1368. Wir haben ein Delta an Lehrstellen, die wir nicht besetzen können, von 305 Personen. Also hier ganz klar die Adresse an all jenen, die glauben, dass wir in ihrer Argumentation österreichische Jugendliche eine Lehrstelle wegnehmen, ist ein Blödsinn. Wir haben 305 Lehrstellen offen, die wir nicht besetzen können. Würden wir nun jene Menschen abschieben, die bereits in der Lehre sind, die bereit sind, sich zu integrieren, Deutsch zu lernen, die bereit sind, dem Staat nicht mehr auf der Tasche zu liegen, dann würde die Zahl in der Steiermark auf 467 anstellen. Das ergibt sich quasi die 305 offenen Lehrstellen plus die 162, die wir abschieben sollten. Und jetzt darf ich bitten, Beppo Muchic die Zahlen österreichweit zu bringen und dann um sein Statement. Danke. Auch einen schönen Vormittag. Ich darf gleich überleiten zu den Österreich-Zahlen. Wir haben in Österreich 1023 junge Asylwerber in einer Lehre, auf einem Lehrplatz, wo es nicht gelungen ist, am österreichischen Arbeitsmarkt junge Menschen zu finden, diese Lehre zu machen. Das heißt, ich kann das nur nochmal bestärken von Herrn Talowski. Das sind offene Lehrstellen, die hier mit jungen Asylwerbern besetzt werden, wo es nicht gelingt, bei den jungen österreichischen Arbeitskräftepotenzial junge Menschen zu finden, diese Lehrstelle anzutreten. Und das ist der große Unterschied. Und da nimmt niemand von diesen jungen Asylwerbern einen anderen jungen Menschen eine Lehrstelle weg. Das kann man nicht oft genug sagen und auch wiederholen, weil wenn man sich Internetforen anschaut und Facebook, dann glaubt man, man ist sowieso in einer anderen Welt. Und Fakt ist, wenn wir diese jungen Asylwerber nicht mehr den Zugang zur Lehre zulassen, dann wird das Lehrlingsmanko nicht nur in der Steiermark, sondern auch in Österreich um 1023 zusätzlich auf 3542 nicht besetzbare Lehrstellen ansteigen. Und das ist in Wirklichkeit die Botschaft. Und wenn wir uns jetzt als Privatpersonen beziehungsweise als Funktionäre in unterschiedlichen Interessensvertretern, einerseits Wirtschaftskammer, einerseits Gewerkschaft, jetzt da seit Montag diese Debatten anhören, was da an Schwachsinn kommuniziert wird, an Realitätsfremdheit sondergleichen, dann war es für uns also höchst an der Zeit, uns in dieser Debatte auch zu Wort zu melden. Um was geht es konkret? Es geht jetzt darum, wie wird mit dieser heiklen Frage umgegangen? Siegt der Populismus oder siegt die Vernunft? Und ich frage wirklich alle Menschen draußen in diesem Land, ist es vernünftig, dass junge Menschen 3 Jahre auf einen Asylbescheid warten, in diesen 3 Jahren nichts tun dürfen in Zukunft und letztendlich Unterkunft und Taschengeld vom Staat beziehen? Oder ist es nicht gescheiter, dass die jungen Menschen dementsprechend eine Lehre machen, wo sie keinen anderen in diesem Land einen Arbeitsplatz wegnehmen? Und jetzt will ich mal fragen, ist das vernünftig oder ist das nicht vernünftig? Die Antwort wird unterschiedlich sein. Und wenn ich dann diese Argumente höre, es wird dann zu einem stärkeren Zuzug kommen. Ja? Seit 2012 haben wir diesen Erlass von Rudolf Hunsdorfer. Seit 2012 besteht die Möglichkeit für junge Asylwerber, in nicht besetzbare Lehrstellen von Österreich eine Lehre zu beginnen. Seit 6 Jahren gibt es diese Möglichkeit.
seit 2015 mit dem großen Ansturm durch die Flüchtlingswelle, nicht einmal da ist es passiert, dass jetzt das dementsprechend missbraucht wurde und ausgenutzt. Und auch jetzt diese Gegenvorschläge, junge Menschen aus Drittstaaten nach Österreich zu lotsen, somit nicht EU-Bürger nach Österreich eine Lehre anzubieten. Ja, wer glaubt, dass ein 15-jähriger Russe, Ukrainer nach Österreich kommt und sagt, ich verlasse meine Familie zu Hause, ich verlasse meinen Freundeskreis, ich verlasse mein ganzes soziales Umfeld, ich kann zwar nicht Deutsch, aber ich gehe jetzt nach Österreich und mache eine Lehre. Das funktioniert in der Praxis nicht. Diese jungen Menschen, die aber schon im Land sind, die letztendlich in der Praxis einsteigen mit Deutschkurse, die dann dementsprechend einen Pflichtschulabschluss nachholen, die dann in eine Lehre einsteigen, wo sie schon begrenzt Deutsch können, wo wir tolle Erfolge haben von jungen Asylwerbern, die eine ausgezeichnete Arbeit bringen und auch die Leistungen in der Berufsschule dementsprechend gut absolvieren. Die jetzt zu sagen, und da geht Stopp, es ist gescheiter, du bist am Fußballplatz oder am Bankerl draußen, aber arbeiten darfst du leider nicht. Das ist nicht die richtige Politik. Und deshalb führt diese ganze Debatte in den letzten Tagen zu einer derartigen großen Verunsicherung, wo das AMS jetzt momentan auch auf der Bremse steht und sagt, sollen wir noch Bewilligungen ausstellen oder nicht? Wo Firmen in Österreich sagen, ich bewirb mich jetzt nicht um eine Bewilligung für einen jungen Asylwerber, weil wer weiß, wie lange der noch da bleiben darf. Abgesehen davon, von dem Leid dieser jungen Menschen, die teilweise auch den Mut verlieren und dementsprechend auch total verunsichert sind, wie ihre Zukunft ausschaut. Und aus dieser ganzen Debatte, wo wir ganz genau wissen, bitte lasst doch die Vernunft ziehen statt dem Populismus, Integration, gerade über diese Integrationsbrücke Job und Lehre, ist die beste Integration. Diese jungen Menschen arbeiten mit anderen Menschen zusammen, wo nur Deutsch geredet wird. Diese jungen Menschen haben auf einmal ein Selbstwertgefühl, weil sie ein eigenes Einkommen haben. Diese jungen Menschen haben damit diesen Start neu durchzustarten für ein neues Leben. Und jedes Jahr, wo wir diese jungen Menschen nicht arbeiten lassen, ist ein verlorenes Jahr. Ist ein verlorenes Jahr. Je früher sie beginnen, desto früher sind sie integriert. Und aus diesen ganzen Diskussionen, aus diesen ganzen Pressemeldungen, werden oft Äpfel mit Birnen vermischt. Da wird Asylrecht mit Arbeitsmarktpolitik vermischt. Da wird auf einmal versucht, hier zu punkten, indem man sagt, aus für die Lehre für Asylwerber. Wir haben uns in den letzten Tagen sehr intensiv mit diesem Thema befasst und ich möchte Ihnen jetzt abschließend unsere Vorschläge, Maßnahmen bzw. Forderungen präsentieren. Für uns ist ganz klar, die Vernunft muss siegen. Wir brauchen bitte sofort die Gespräche auf höchster Ebene zwischen Vertreter der Bundesregierung, die in dieser Thematik verantwortlich sind politisch, mit den Experten, die sich dementsprechend mit der Flüchtlingsbetreuung zusammensetzen und mit den Spitzen der Sozialpartner. Es muss doch möglich sein, in einem Land, wo bisher immer das Gespräch uns dorthin gebracht haben, nämlich zu einem sehr guten Land Österreich im internationalen Vergleich, dass man auch hier die Gespräche aufnimmt. Bitte schön, lasst doch die Realität auf den Verhandlungstisch und reden wir darüber, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Wir haben dazu zu diesen Gesprächen drei Vorschläge. Erstens, der Zugang zur Lehre für junge Asylwerber bis 25 Jahre muss bestehen bleiben. Die Abschiebung für junge Asylwerber in der Lehre ist auszuschließen. Zweitens, junge Asylwerber nach dem Lehrabschluss sollen auch bei einem negativen Asylbescheid einen befristeten Niederlassungstitel bekommen, solange sie in einem aufrechten Arbeitsverhältnis sind. Weil Fakt ist, das Wichtigste ist, aus Leistungsbeziehern werden Beitragszahler. Ab dem ersten Tag der Lehre zahlen diese jungen Menschen in unser System ein.
Sie bekommen kein Taschengeld, sie bekommen keine Unterkunft, sie zahlen in unser System ein. Sie werden zu Beitragszahlern, sowohl in der Krankenversicherung wie in der Arbeitslosenversicherung. Und der dritte Punkt, ein Punkt, wo man auch wirklich nachdenken muss, weil es eben so unterschiedlich ist in den Regionen, dass junge Asylwerber auch in andere Regionen, in andere Bundesländer in Österreich zugewiesen werden sollen, wo wir diesen akuten Lehrlingsmangel noch größer haben. Ich spreche jetzt ganz konkret Lehrlingsmangel Nummer 1, Gastronomie, ja, und Tourismus. Genau dort sollen diese jungen Menschen die Möglichkeit haben, einen Start ins neue Leben zu bekommen über einen Job. Und wenn hier der Ali als Beispiel in der Gastronomie und der Abdul Ghani als Beispiel für einen gewerblichen Beruf, nämlich als Metalltechniker, jetzt uns das schon monatelang vorleben, dass das funktioniert, dass sie im Betrieb, im Umfeld mit den Kunden voll akzeptiert werden und integriert sind, dann soll man da bitte nicht das Stoppschild vor die Tür stellen. Wir werden heute noch dementsprechend unsere Vorschläge an die Verantwortlichen in der Bundesregierung übermitteln. Wir hoffen, dass hier wirklich diese Gespräche stattfinden, dass diese Verunsicherung, teilweise hat diese Verunsicherung sogar eine Rechtsunsicherheit ausgelöst, weil der Innenminister etwas anderes sagt wie andere Mitglieder in der Regierung. Ja. Er muss erst prüfen, ob er nicht im laufenden Lehrverhältnis auch abschieben muss und, und. Das führt zu einer derartigen Verunsicherung, dass sich unser Land, die Republik Österreich, nicht verdient hat. Wir stehen jetzt sehr gerne für Fragen zur Verfügung, beziehungsweise auch der Herr Lachs und unsere zwei wirklichen Beispiele, wie es funktioniert, der Ali und der Abdul Ghani. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Herr Neupert, bitte. Und zum Vorderholungsabend für dieser befristeten Niederlassungstitel, gibt es da schon irgendeine Überlegung dahinter, wie sowas ausschauen könnte? Das ist ja ein bisschen Krux an der ganzen Debatte. Und auch diese regionale Zuweisung, gibt es da schon Beispiele, wo das funktioniert? Weil es kommt eben als Beispiel, wo natürlich diese Lücke nach wie vor vorhanden ist. Zu diesem Niederlassungstitel ist folgende Idee, die in der Praxis dann so funktionieren soll. All junge Menschen, die in einer Lehre sind, ein Abschiebungsverbot. All jene junge Menschen, die einen positiven Lehrabschluss haben, also danach, erhalten einen Niederlassungstitel, in Österreich verbleiben zu dürfen, solange sie in Beschäftigung sind. Das ist dieser Vorschlag. Zur Regionalität. Wir haben es einmal versucht, im Zuge der Mindestsicherung, sind aber damals auch in der vorigen Regierung mit diesem Thema gescheitert. Das ist jetzt etwas ganz was anderes, sondern wenn wir diese Zuweisung machen dürfen, dass junge Asylwerber zum Beispiel in Tirol, junge Asylwerber in Wien, ja, dürfen dann in Tirol eine Lehre machen, in der Gastronomie oder Tourismus, dann hilft es einerseits Wien, weil sie nicht mehr in Wien dementsprechende Leistungsbezieher sind, und hilft Tirol, weil sie in Tirol Beitragszahler werden und gleichzeitig auch offene Jobstellen damit abgebaut werden, offene Lehrstellen, wo es nicht gelingt, in Tirol junge Menschen hinzubringen. Immer wieder ergänzen. Wenn ich noch ergänzen darf, Sie haben in Ihrer Presseunterlage von der Wirtschaftskammer Österreich die genaue Statistik, wo ein Überhang und wo ein Defizit an Lehrstellen und Lehrstellensuchende ist. Und die Grundidee ist natürlich dahingehend, wie Muchic sagt, dass dort, wo mehr Suchende als offene Stellen sind, dass wir diese Asylwerber in andere Bundesländer bringen, muss auch möglich sein, leicht möglich sein, denn ob sie jetzt da quasi dann in der Steiermark unter Anführungszeichen oder in Tirol versorgt werden, spielt hier keine Rolle. Und sie sind dann quasi genau dort, unter Anführungszeichen, wo man sie benötigt. Sie haben dort die Möglichkeit, ihre Fachkräfteausbildung zu konsumieren und das jeweilige Bundesland im Endeffekt, wie Muchic sagt, wie wir beide unisono sind, wird ja auch finanziell dahingehend entlastet. Und zu diesem
Aufenthaltsniederlassungstitel, ganz klar, befristet, runtergebrochen, solange er in Beschäftigung ist und Beitragszahler ist, hat er ein Aufenthaltsrecht in Österreich. Hätte er das nicht mehr, dann quasi verliert er dieses Aufenthaltsrecht, und das ist der Unterschied dann quasi Bleiberecht und Aufenthaltsrecht. Und somit ist es auch an Personen gebunden und hat also hier auch ganz klar nicht die Möglichkeit, weitere Familien zuzuziehen. Und für uns ist es ganz wichtig, und da bitte ich wirklich, das zu unterstreichen, wir sprechen hier von einer betrieblichen Ausbildung, das heißt im ordentlichen Lehrverhältnis, im Betrieb gemeinsam, denn nur dort unter Anführungszeichen, wo dann ein Asylwerber in einem Betrieb mit einer quasi Struktur, mit einem Umfeld darbietet, wo er dann natürlich auch noch leichter Deutsch lernt, weil alle anderen auch Deutsch sprechen, ist die Integration wesentlich besser, einfacher, und dementsprechend sind das die zentralen Punkte unserer Forderung. Und wie gesagt, wir werden heute noch die Bundesregierung diese Presseunterlagen übermitteln mit der Bitte um einen Gesprächstermin, um einen runden Tisch, damit wir nicht in die Lage kommen, die Richtigen abzuschieben, sondern die brauchen wir, das braucht die Wirtschaft zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Das wird aber nur die betreffen, die an die Erlebnisse Bescheid bekommen. Richtig. Was geschieht jetzt, was wird passieren mit denen, die jetzt schon haben? Ja, diese Problematik ist ja hochgekocht, weil ja junge Leute jetzt an die Erlebnisse Bescheid bekommen und quasi in der Lehre stechen und man die abscheren. Wird das rückwirkend funktioniert? Oder? Natürlich muss es rückwirkend funktionieren, dass das nicht geht. Ja? Und wenn es jetzt schon erste Beispiele gibt, die der Herr Lax besser erläutern kann, wo junge Menschen in Jobs das Land verlassen, weil sie einen negativen Asylbescheid erhalten haben, weil sie nicht sicher sind, ob sie bleiben dürfen oder nicht, obwohl sie arbeiten, ja, dann ist es diese Rechtsunsicherheit, die angesprochen wird. Ich möchte dazu sagen, eins muss uns hier klar sein, und wir haben schon angesprochen, Asyl ist ein Schutz auf Zeit. Und wenn dieser Asylgrund wegfällt, ob positiv oder negativ, sei dahingestellt, dann ist der Schutz quasi ja weg. Und darum braucht es hier, damit man bleiben kann, einen Aufenthalt, Niederlassungstitel, der quasi für diese jungen Menschen in der Lehre ist. Die Bundesregierung will ja momentan eines haben, ob positiv oder negativ für Bescheid, junge Menschen in Mangelberufe unter 25 dürfen überhaupt nicht mehr anfangen zu lernen. Das ist das Statement vom 26. August dieser Bundesregierung. Ist aber der Bescheid positiv? Egal, kein junger unter 25 der Asylwerber darf in einem Mangelberuf eine Lehre beginnen. Das ist ja der Wahnsinn. Ob positiv oder negativ, das muss ganz klar rauskommen. Das hat die Bundesregierung mit ihrem Sprecher am 26. August, am Sonntag, bestätigt, dass das fallen soll. Und da würde man unter Anführungszeichen den Wirtschaftsstandort Österreich massiv schwächen. Das sind Leute, die da sind. Und dann hat eine Ministerin die Idee, die Rot-Weiß-Rot-Karte so auszuweiten, wie es auch in unserem Presseunterlagen drinnen steht, Ukrainer, Russen quasi einer zu holen und die quasi mit einer modifizierten Rot-Weiß-Rot-Karte auszustatten. Meine Herrschaften, das ist praxisfremd. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Der, was sowas vorschlägt, der wandelt in den tiefsten Teilen der Unkenntnis, dass es praxisbezogen ist. Das geht nicht. Wenn das kommen könnte, was passiert dann mit einem jungen Kleiner, wenn er seinen Job verliert? Wird er dann zurückgeschickt oder? Richtig, diese Rot-Weiß-Rot-Karte ist befristet auf die Beschäftigung. Das heißt, wir haben sie jetzt nur in diesen Fachkräftebedarf. Es gibt 6 Gruppen für die Rot-Weiß-Rot-Karte, wo zusätzliche Fachkräfte nach Österreich kommen dürfen. Für Lehrlinge gibt es ja die noch nicht. Wenn die Regierung das machen will, dann ist ganz klar, dann gibt's eine Gegenüberstellung. Ne? Die jungen Menschen, die willig sind, die schon im Land sind, dürfen nicht mehr auf den Arbeitsmarkt, dort wo wir nicht besetzen können. Stattdessen werben wir um neue junge Menschen aus Drittstaaten, damit sie nach Österreich kommen. Und wenn die Lehrer dann abbrochen will, kann man wieder nach Hause fahren. Goodbye. Also das ist derartig realitätsfremd, wo ich sage, bitte schön, überlegt es doch einmal vorher, bevor es solche Vorschläge macht. Und umso wichtiger ist es, jetzt wirklich sachlich und vernünftig und ohne Populismus da jetzt wieder eine Keule rauszuholen und die Gesellschaft zu spalten.
Setzen wir uns bitte alle, wie es die gelebte Kultur bisher war, als Sozialpartner, Experten und Regierungsmitglieder an einen Tisch. Im Jahr 2016 hat die Wirtschaftskammer gemeinsam mit den Kollegen eine gewisse Lehrpartnerschaft bzw. ein Projekt ins Leben gerufen, wo es gerade um diese Asyllehrer gegangen ist, die man in die Lehre bringen wollte. Wie schaut das aus? Fühlt man sich da nicht ein bisschen brüskelt damit, wenn auch von der Bundesregierung bzw. was passiert mit denen auch in diesem Projekt drin und stecken? Ja. Genau, das ist die Unsicherheit, die uns ja beide heute also hier an diesen Tisch bringen, damit wir versuchen, in einem Gespräch das aufzulösen. Das ist alles leider Gottes nicht durchdacht. Jede Wortmeldung, die da teilweise täglich kommt, die widerspricht der anderen wieder. Darum dieser runde Tisch. Und auch ganz klar, die Wirtschaftskammer Steiermark bekennt sich zu diesem System, was Hunsdorfer 2012 in einer Loss gebracht hat, dass junge Menschen, Asylwerber, quasi eine Lehre beginnen können. Wir haben im Juni im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Steiermark einen Beschluss gefasst. Der war überparteilich. Alle wahlwerbenden Gruppen, alle Fraktionen im Wirtschaftsparlament sind sich einig, dass die Lehre, die betriebliche Lehre für Asylwerber unter 25 in einem Mangelberuf aufrechtzuerhalten ist. Da gibt es einen Wirtschaftsparlamentsbeschluss dazu, wo wir die Wirtschaftskammer Österreich auffordern, mit der Bundesregierung in Kontakt zu treten und dies, was derzeit quasi noch Rechtskraft ist, auch weiterhin bestehen lassen zu können. Beschluss liegt ebenfalls quasi in eurer Presseunterlagen drinnen, denn alles andere würde wirklich in Absurdum führen. Meine Herrschaften, wir würden externe Leute einholen von Drittstaaten, wahrscheinlich wiederum mit einem System, weil es würde kein Unternehmen jetzt nach Russland fahren und sich dort schauen, ob er einen jungen Menschen findet, der was einkommt und sagt, so, jetzt mache ich da eine Lehre, sondern da wird man wahrscheinlich eine Organisation brauchen, die das zusammenfasst und dann nach Österreich bringt und sagt, da habe ich einen Pool und sucht euch die jungen Leute aus. Heute habe ich die Leute da, heute sagt der Unternehmer, ich will den Herrn auf Afghanistan als Metalltechniker, ich hätte ihn gerne als Restaurantfachkraft, als Kochkellner. Nur der Unternehmer bestimmt, wer in seinem Betrieb letztendlich dann eine Beschäftigung als Facharbeiter oder als Lehrling kriegt und nicht irgendein Dritter. Das muss man auch mal dazu sagen. Und wenn man heute das aussuchen kann, dann soll man auch dem Betrieb die Möglichkeit geben. Und um das geht's. Und natürlich wird man auch weiterhin eine Debatte führen müssen, dass wir sagen, wie schaut es generell mit der Lehre aus? Da hat man ja leider Gottes die letzten Jahre ein bisschen falsch abgehauen, denn das Image der Lehre gehört aufgeweitet. Wir müssen auch für die Image der Lehre in Österreich mehr tun. Da hat leider Gottes die Bundesregierung die letzten, ich will keine Schuldzuweisung machen, die letzten Jahre die falschen Signale gesetzt. Da wird es aber eine eigene PK dazu geben. Ich gehe davon aus, dass es am 13. September passieren wird mit dem Präsidenten Herk der Wirtschaftskammer Steiermark zu dem Thema. Ist diese Position, die Sie da vertreten, jetzt bis oben hin in der Wirtschaftskammer akkordiert? Ob das der Herr Herk ist oder der Herr Marer, gibt es da ganz klare Positionen, dass die Ihre Position auch hin vertreten? Also die Wirtschaftskammer Steiermark, und für das stehe ich heute hier, und da berufe ich mich auf den Beschluss des Wirtschaftsparlaments, hat da ganz klare Strukturen dazu. Genau das, was wir also hier jetzt in diesen vier Punkten erbringen, ist akkordiert mit der Wirtschaftskammer Steiermark, deckt sich mit dem Wirtschaftsparlamentbeschluss und um das geht es auch noch für sich. Aber nicht die Wirtschaftskammer Österreich. Die Wirtschaftskammer Österreich, Mara versucht ja auch hier seine Linie zu finden. Einmal heißt, Recht muss Recht bleiben, Asylrecht, das ist auch richtig so, man kann Recht nicht brechen. Wenn ein negativer Bescheid da ist und das Gesetz ist so, dann ist quasi kein Asylgrund vorhanden, der muss das Land verlassen. Und darum fordern wir ja auch unter Anführungszeichen den Niederlassungstitel Aufenthaltsrecht. Das heißt, die Wirtschaftskammer Österreich sucht noch die Position? Ich gehe davon aus, dass die Wirtschaftskammer Österreich sich sehr stark an den Beschluss der Wirtschaftskammer Steiermark angenähert hat, sagen wir so. Eine Detailfrage noch. Sie sagen, in dem Augenblick, wo das Lehrverhältnis endet, verliert der junge Mann auch das Aufenthaltsrecht aus ihrer Position. Wenn er nicht mehr im Lehr, sagen wir so, wenn er nicht mehr im Arbeitsverhältnis steht, dann verliert er seinen Aufenthaltstitel, so jetzt salopp gesagt. Bei einem negativen Asylbescheid.
Oder bei einem Laufenden? Nicht bei einem positiven, bei einem negativen Asylbescheid. Bei einem Laufenden auch nicht, weil in einem Laufenden darf nicht abgeschoben werden, das heißt der Bescheid. Ja? Wenn es ein positiver Asylbescheid ist, dann hat er sowieso die Legitimation, sich am Arbeitsmarkt zu bewegen. Hat einen negativen Asylbescheid, verliert er das den Aufenthaltstitel. Meine Frage daran, jetzt ein bisschen überspitzt, so gesehen sind dann die Jungen, auch Leibeigene des jeweiligen Unternehmerchefs. Das hat es ja in den Staaten und überall gegeben, dass wer sagt und droht, wenn du nicht, dann du musst. Ich glaube, ich sage jetzt als Gewerkschafter, weil ich diese zwei Beispiele kenne von den Unternehmern her. Beide Unternehmer sind froh und stolz, diese beiden Burschen ausbilden zu dürfen. Beide Unternehmer haben es nicht geschafft, am österreichischen Arbeitsmarkt junge Menschen zu überzeugen für den Gasthausbetrieb und für den Metallbetrieb. Und dann kommen die zwei Burschen daher und die sagen, ich will. Und die machen das. Und beide Unternehmer sagen, mit Postings von Gästen aus diesem Gasthaus in Leimitz, die sagen, das war eine gute Entscheidung. Der alle ist gut, der ist freundlich, der ist willig. Dann der Metallunternehmer, der sagt, na, endlich habe ich einen Burschen, der wirklich will und aussah, ich habe eh keinen gekriegt. Weil das ist auch in den Regionen unterschiedlich. Wenn diese beiden Burschen ihre LAP haben, ich sage jetzt auch aus voller Überzeugung, in einer Zeit der Hochkonjunktur haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, wo Sie arbeiten. Weil dann sind Sie Fachkräfte. Dann stehen Sie dem Arbeitsmarkt und der anderen Wirtschaft zur Verfügung. Und dann ist dieses Argument mit Leibeigenen nicht mehr richtig am Platz. Da möchte ich kurz einhaken. Klaus Schießen, Insight Politics. Wie schätzen Sie den Schaden ein, wenn sozusagen diese Leute dann in weiterer Folge abgeschoben werden? Und gibt es hier auch Konkurrenzklauseln seitens der Lehrbetriebe, weil die könnten ja theoretisch auch im Ausland dann Unternehmen gründen, wenn die wieder nach Afghanistan gehen? Also der Schaden ist sicher nicht zu beziffern. Fakt ist, wenn wir sie nicht dem jenen Arbeitsmarkt zulassen in der Lehre, wo wir keine Leute finden und kriegen, dann bleiben sie Leistungsempfänger. Ich würde es nicht als Schaden bezeichnen, sondern sie bleiben Leistungsempfänger. Das heißt, sie kosten der Gesellschaft und den Staat so lange etwas, bis dieser Asylbescheid dementsprechend entschieden ist. Ja? Darum ist es ja viel, viel wichtiger, dass man sagt, bitte lass es doch eine Lehre machen und Beiträge einzahlen in unser System. Was dann die Regeln in den anderen Ländern betrifft, ja, zum Beispiel, Sie gehen in ein anderes Land in Europa, gibt es unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Kriterien, was auch dort das Bleiberecht betrifft. Auch hier vielleicht ergänzend, jeder Unternehmer hat das Risiko, wenn er einen jungen Menschen ausbildet, dass der nach der Ausbildung den Betrieb wechselt. So, das ist so. Ganz normal, dieses Risiko hat ein jeder Unternehmer. Und man muss sich noch etwas dazu denken, und die Zahlen sind ja leider Gottes beeindruckend, 162.000 Fachkräfte fehlen derzeit Österreich. Also ich sage Ihnen eins, ich glaube kaum, dass irgendein junger Mensch, der die Facharbeiterausbildung positiv abgeschlossen hat, in einem Betrieb dieses negative Wort Leibeigener quasi dann ist, weil quasi da ist die Konkurrenz zwischen Betrieb zu Betrieb schon so stark, dass er sagt, ich brauche den. Und teilweise, meine Herrschaften, wenn man schaut, was derzeit die Unternehmer alles an Bonitäten aussetzen, damit sie junge Menschen bekommen, vom Führerschein zahlen, über Moped zur Verfügung stellen und ich weiß nicht was alles, dass junge Leute in die Lehre gehen. Und das ist genau der Punkt, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen darüber diskutieren, dass man das Image der Lehre verbessert, dass junge Leute automatisch mehr in die Lehre gehen. Das da in diese Richtung, wir reden da österreichweit von 1023 jungen Asylbewerbern, die in die Lehre gehen, die Wirtschaft hängeringend braucht. Ich sehe da weder einen Leibeigenen noch einen Knebelvertrag noch sonst was in diese Richtung, sondern die Krimi gesagt, laut Kollektiv bezahlt, was die Sozialpartner ausmachen.
und sind dann Fachkräfte und haben alle Chancen, alle Möglichkeiten am Markt zu realisieren. Gibt es noch Fragen? Weil ich weiß, es gibt den Wunsch an Interviews mit den jungen Menschen, mit dem Direktor Lachs. Sonst würden wir dann im Anschluss natürlich alle miteinander für persönliche und Interviews, persönliche Fragen und Interviews zur Verfügung stellen. Da war noch eine Frage. Bitte. Können vielleicht Ali und Abdul kurz erzählen, eure Erfahrungen? Wie sind Sie jetzt zur Lehre gekommen? Sind Sie schon in Österreich? Ja, ich will zuerst sagen, dass alle sind hier gekommen. Ich bedanke von allen, dass alle sind hier gekommen, vor uns, vor unseren Problemen. Ich bedanke alle und dann. Ja, ich bin jetzt froh, dass ich eine Lehre machen kann. Aber das ist nicht einfach, weil ich mache jetzt einen Mangelberuf, dass ich keinen Positivbescheid habe. Ja, ich muss zuerst einen Positivbescheid haben, dass ich meinen Wunsch machen kann. Aber jetzt habe ich keinen Positivbescheid und ich muss einen Mangelberuf machen. Aber ich bin jetzt auch so froh, dass ich diese Arbeit habe. Und ich wollte zu Herr Bundeskanzler und Herr Strach sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich auch Steuer sagen kann. Ja, danke. Das werden wir von einem Österreicher nicht hören. Ja. Seit wann du in Österreich bist? Ja. Achso, ja, ich bin seit 3 Jahren in Österreich. Und dann, ja, ich habe durchgelernt bei meinem Lehrer Highlights. Und dann, ich habe auch Grundschulabschluss gehabt. Und seit 8 Monaten, ich mache eine Lehre als Hochkenner. Ja. Gut. Dann sagen wir beide danke für Ihr Kommen, danke für Ihre Berichterstattung. Im Wissen, bei diesem Thema gilt es noch viel zu tun, um Vernunft einer Mehrheit zu verschaffen. Aber wir glauben, oder wir sind felsenfest überzeugt, dass wir mit diesem heutigen Pressegespräch zumindest damit einen Beitrag geleistet haben, um die Sache vielleicht etwas anders zu beleuchten und zu betrachten und zu bewerten. Vielen Dank für Ihr Kommen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!